B1.3. Verlängert man die Höhe ms über s hinaus um x cm, so erhält man die Punkte sn. Verkürzt man gleichzeitig die Diagonale ac der Grundfläche von den Punkten a und c aus um jeweils 0,5 cm, so erhält man Punkte an und cn mit x-Element von 0 bis 12 und x-Element reelle Zahlen. Die Punkte an, b, c, n und d sind die Eckpunkte der Grundflächen von Pyramiden an, b, c, n, d, s, n mit den Spitzen sn. Zeichnen Sie die Pyramide a1, b, c, 1, d, s, 1 für x gleich 2 in das Schrägbild zu 1.1 ein. So, hier ist sehr viel Text gegeben und sehr viel Angaben, allerdings auch wieder einfacher als man denkt. Kann man sich an der Punktzahl auch schon denken, wenn es ein Punkt wert ist, muss es oder darf es nicht kompliziert sein. So, gehen wir wieder der Reihe nach. Verlängert man die Höhe ms über s hinaus um x cm. Also hier haben wir die Strecke ms und soll über s hinaus verlängert werden. Um x cm und die Aufgabe heißt jetzt, zeichnen die Pyramide für x gleich 2. Also setzen wir die 2 für das x hier oben ein und dann heißt es so viel wie, verlängere die Strecke ms um 2 cm. Dafür benutzt man am besten eine andere Farbe, um das etwas deutlicher zeichnen zu können. Und dann halten wir hier den Punkt Sn. So, weiter heißt es jetzt hier, verkürzt man gleichzeitig die Diagonale AC, also diese hier, der Grundfläche von den Punkten A und C aus um jeweils 0,5 cm. Also wir müssen von A und C aus starten und diese Diagonale verkürzen. Jeweils um 1 cm. Nicht verwirren lassen, dass mein Punkt A jetzt hier nicht genau auf der Eckkante liegt. Liegt jetzt halt daran, dass das Zeichnen auf dem PC etwas ungenauer ist. Also hier von A aus 1 cm nach rechts und von C aus 1 cm nach links. Dann kriegen wir die Punkte A1 heißt er ja. Der heißt auch S1. Und hier den Punkt C1. Weil es hier heißt es ja um 0,5 x cm, wenn x gleich 2 ist. 0,5 mal 2 ist 1. Also um 1 cm. Und wir erhalten am Schluss wieder eine Pyramide, nämlich die Pyramide A1, B, C1, die S1. Also müssen wir die auch wieder verbinden. Das war jetzt zu ungenau. Ja, und damit wäre die Aufgabe schon gelöst.